Schau bitte, ob du einen ganz entscheidenden Fehler siehst. Es hat mit dem Griff zu tun. Von der vorderen Perspektive, vielleicht kann man es da sehen. Oder von der seitlichen Perspektive. Wenn wir jetzt genau den Griff richtig anschauen, sieht der Griff gar nicht so schlecht aus. Man sieht die zwei Knöchel, wenn man von oben schaut. Und beide Faust zwischen Daumen und Zeigefinger zeigen auf oder Richtung meiner rechten Schulter. Aber was man jetzt nicht sieht, ist Folgendes. Ich mache jetzt meine Hand auf und da sieht man, dass der Schläger sehr diagonal in der Hand liegt. Und die Gefahr ist groß, dass der Schläger dann voll in der Handfläche liegt. Und das ist ein ganz schwacher Griff. Und mit diesem Griff gibt es wenig Rotation nach links und die Bälle tendieren dann eher nach rechts. Aber so kann man diesen sehr vermeidbaren, aber wichtigen Fehler vermeiden. Also statt den Griff in der Haltungsposition zu bauen, da hat man automatisch einen sehr aufrechten Schaft und dann dieser diagonale Griff, von dem ich sprach. Halt den Schläger lieber so vor dir, dass Schaft und Arme 90 Grad Winkel bilden und dann den Schläger, wie du weißt, Anfang, Finger da reinlegen. Dann zumachen und beide Hände so greifen. So, jetzt ist der Schläger hier 90 Grad in der Hand, nicht diagonal. Und dann von da den Stand einnehmen. Es wird sich sofort viel, viel anders anfühlen. Und übrigens noch ein Vorteil, du bist dann gezwungen, etwas mehr nach vorne dich zu bücken. Und bitte aus dem Hüftgelenk nach vorne bücken. Und jetzt ist der Griff viel, viel stärker. Die Slices gehen weg und man hat auch mehr Länge. So, unbedingt anschauen, falls du merkst, dass deine Bälle rechts fliegen und falls du siehst, dass dein Handschuh hier am Handballen vom kleinen Finger ein Loch hat, dann greifst du wahrscheinlich den Schläger zu sehr so. Vielen Dank.